Hallo, heute sind wir im Loro-Park. Unser neuer Amenity, neueste Technik, von Avaxis, gerade gelauncht in Europa, Asien und Afrika. Ich hatte das große Glück und die große Freude, mit dem Team vom Loro-Park Pinguine schon zu untersuchen, Delfine, Orcas, Otter, mit sehr großem Erfolg. Einfaches Bedienen, toller Screen, toller Drucker mit Ergebnissen. Und die Christine von Veterinario del Loro-Parque wird das jetzt mal ein wenig zeigen, wie das Gerät funktioniert. Das heißt, ein wenig, aus wenig wird viel und das ist ganz, ganz toll. Ja, Avaxis hat es gerade gelauncht. So, das ist eine Charging Station. Das heißt, das ist wie so ein Ladegerät hier drin. Das ist der mobile Drucker. Wir sehen gleich sogar, wie es funktioniert. Das geht innerhalb einer Minute, ne Chrissy? Eine Minute? Haben wir das Blut, ne? Fertig, ne? Ja. Und die Chrissy zeigt das jetzt einfach mal, wie das denn funktioniert. So, mein Blut ja ganz. Also hier können wir die Patienten jetzt eingeben. Wir könnten auch sogar schreiben den Namen von dem Patienten. Ich hole sie die Karte aus dem Kühlschrank. Da gibt es auch verschiedene Cartridges. So, dann nennen wir den. Wir können auch den Namen schreiben. Ja, was haben wir da für ein Delfin? Ach, super. Wir haben hier auch eine wunderschöne Liste. Können wir ja später auch mal zeigen. Und das ist jetzt eine EC8 Plus Cartridge mit verschiedenen Parametern. Harnsäure ist damit drauf und wir haben Hämatokrit und Hämoglobingehalt. Wir haben sogar Ionen, Calcium, wir haben Natrium, Kalium. Blutgase, also da kriegen wir einen schönen Überblick gleich von den Delfinen. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ja, vielleicht auch mal zeigen. Da haben wir so verschiedene Cartridges, also die verschiedene Parameter drauf haben. Und je nachdem nach Fragestellung kann das Team sich dann aussuchen, was gerade für Parameter wichtig sind. So. Schon fast fertig. Hm? Das geht dann halt schön, sieht man hier mit den Balken. Der dann halt anzeigt, wie viel Kapazität noch da ist zu messen. Und so kann man rein theoretisch jetzt auch mal sich entfernen vom Gerät, kann schon wieder was anderes machen oder vielleicht eine andere Blutabnahme machen. Aber im Schnitt sind es sozusagen 3 Minuten, wenn überhaupt, ne? Ja. 3 Minuten, wenn überhaupt.
schon faszinierend. Also der ist jetzt fertig. So. Da sehen wir auch schon mal so Parameter auf dem Screen. Wenn ein Parameter hoch oder erniedrigt ist, dann kann man das gleich ausdrucken. Wird dann mit Rot angezeigt und der Drucker geht dann auch gleich. So. So, dann haben wir hier die Resultate. Ja, danke Classy, vielen Dank. Bitte schön. Dann können wir gleich die Ergebnisse dann zum Delfinarium weitergeben. Ja, alles klar. Super, dem Delfin geht's gut. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.